Ja, ich möchte uns den Predigttext lesen, der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 28 bis 32. Es ist ein Text, den ich mir nicht selber ausgesucht habe, sondern der ist vorgeschlagen für diesen Sonntag, denn wir haben ja heute den sogenannten Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag, das bedeutet, wir wollen heute an diesem Sonntag nachdenken darüber, wie es weitergeht. Mit uns persönlich, aber auch mit dieser Welt, wie wir verbunden sind sozusagen mit der Ewigkeit. Das Kirchenjahr, für viele ist das eine gute Tradition, manche kennen das gar nicht so sehr. Das Jahr ist eingeteilt sozusagen in die verschiedenen Feiertage, die kirchlichen Feiertage, und es endet, das Kirchenjahr endet mit diesem Sonntag und beginnt dann mit dem ersten Advent am nächsten Sonntag. Wir sind sozusagen jetzt schon mal am Ende des Jahres, des Kirchenjahres, und da kommt dieser Text vor. Also Markus 13, 28 bis 32. Ich lese ihn uns einmal vor. Jesus sagt dort Folgendes: Nehmt den Feigenbaum als Gleichnis, an dem ihr etwas lernt. Wenn seine Zweige frisch austreiben und Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Ende ist nah. Der Menschensohn steht vor der Tür. Amen, das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. An welchem Tag oder zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Dieser Text hier, den ich eben gelesen habe, stammt aus dem Markus-Evangelium und steht am Ende der sogenannten Endzeitrede von Jesus. Jesus hat eine große Predigt gehalten, in der er darauf hingewiesen hat, wie das Ende sein wird. Und er beschreibt in dieser Rede ganz eindrücklich, welche Katastrophen auf die Menschheit noch zukommen werden. Grausame Kriege, gewaltige Naturphänomene und überall, es gibt da so eine gewisse Ambivalenz, eine ambivalente Spannung, überall auf der Welt soll das Evangelium von Jesus Christus verkündet werden, aber gleichzeitig werden die Christen auch verfolgt werden und grausam sozusagen Bedrängnis erleben müssen. Und hier am Ende dieser Predigt, nachdem er das alles ausgeführt hat, alles erklärt hat, jetzt diese Worte, die ich eben gerade vorgelesen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ihr das eben gerade gehört habt. Einige von euch sind diese Worte sehr vertraut. Die kennen auch nicht nur den Text, sondern auch schon gleich eine Deutung dazu, was mit dem Feigenbaum gemeint ist und die Generationen, wie dieser Begriff gefüllt werden kann. So geht es mir auch, wenn ich diesen Text lese. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige heute Morgen diesen Text gehört haben und gesagt haben, was soll das denn jetzt bitteschön? Was hat das bitteschön mit meinem Leben zu tun? Was hat das zu tun mit meinem Christsein, mit meinem Alltag? Was für eine Relevanz hat dieser Text eigentlich für mich? Es gibt doch so viele Probleme, um die ich mich heute und hier kümmern muss in der nächsten Woche. Da wartet doch einiges auf mich. Warum sollte ich mich mit der Endzeit beschäftigen? Oder vielleicht sogar anfangen, darüber zu spekulieren. Keiner weiß das doch so ganz genau, was es da so alles gibt und wie das zu deuten ist. Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Ich möchte einmal dieser Frage nachgehen, und zwar mit vier Fragen, mit denen wir uns diesen Text nähern. Die erste Frage lautet, was sollen wir eigentlich mit diesem Text anfangen? Oder anders, warum sollten wir uns eigentlich damit beschäftigen, mit diesem Text? Paulus hat einmal versucht, den Kern des christlichen Glaubens, den Kern des Christseins zu beschreiben, und er sagt, der Kern des Christseins besteht aus drei Begriffen oder ja drei Wahrheiten, könnte man auch sagen. Und zwar Glaube, Hoffnung und Liebe. Und er sagt dann, die Liebe ist die größte unter ihnen. Im 1. Korinther 13 steht das. Was bleibt, sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ihr merkt, die Hoffnung ist ein wesentlicher Bestandteil des Christseins. Es gibt kein christliches Leben, keinen christlichen Glauben, keine Beziehung zu Gott ohne Hoffnung.
Hoffnung ist extrem wichtig, ein wichtiges Element des christlichen Glaubens. Durch Jesus Christus und das, was er für uns getan hat, haben wir Hoffnung, und zwar in jeder Situation unseres Lebens. Es ist, wie Petrus schreibt, eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die in uns lebt, die uns zum Leben führt. Und diese Hoffnung betrifft jetzt nicht nur unser eigenes, kleines, privates Leben, sodass wir sagen können, ach, weißt du was, ich weiß ja nicht, wie das hier alles so weitergehen wird, aber ich habe Hoffnung für mich, dass ich mal in den Himmel komme. Das ist natürlich wunderbar, das ist wichtig, dass wir das wissen und durch Christus bekommen wir das auch zugesprochen. Aber trotzdem dürfen wir die Hoffnung, die christliche Hoffnung, nicht darauf sozusagen reduzieren, sie verengen, dass sie sagt, also wichtig ist, dass ich Hoffnung habe. Sondern die Hoffnung, die Gott uns schenkt, ist eine Hoffnung für diese Welt. Die Hoffnung, die Christus uns schenkt, ist eine Hoffnung für alle Menschen. Jesus Christus ist der Herr dieser Welt, das proklamieren wir immer wieder und sagen das so, und das ist ja auch wichtig. Das bedeutet, er hat diese Welt geschaffen, er ist der Schöpfer, er ist auch der Erhalter dieser Welt und dieses Universums und er ist auch der Herr der Geschichte. Und dieser Text redet davon, dass diese Welt nicht einfach so, und die Geschichte nicht einfach so verläuft, ohne Einfluss von Gott, sondern dass Gott da ist und mit dieser Welt, mit der Geschichte dieser Welt zu einem guten Ziel kommt. Anders ausgedrückt, diese Weltgeschichte verläuft nicht einfach zufällig oder chaotisch, sie geschieht nicht losgelöst von Gott, sondern wir erkennen, dass Gott mitten in diese menschliche Geschichte hinein seine Geschichte schreibt, die Geschichte des Heils. Die Heilsgeschichte, das ist ein fester Ausdruck in der Theologie, die Heilsgeschichte, die Geschichte des Heils. Zugegeben, das ist manchmal schwer zu verstehen und zu begreifen und auch zu bejahen, wenn wir uns die Katastrophen dieser Welt so anschauen und schauen, wie die Geschichte bis jetzt so verlaufen ist. Im Moment befinden wir uns ja wieder in einer sehr schwierigen Phase der Geschichte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte man den Eindruck, es geht immer nur noch aufwärts, oder? Jedes Jahr mehr Geld auf dem Konto, jedes Jahr war die Sterblichkeitsrate, man sah das ja, oder das Durchschnittsalter stieg, also den Leuten ging es immer besser, die medizinische Versorgung wurde jedes Jahr ein klein wenig besser. Dann kam 1990 die Wende und es gab ja diesen schönen Spruch, Deutschland ist umzingelt von Freunden, also es gibt im Grunde genommen gar keine Konflikte mehr, es ist alles wunderbar. Und was wir in den letzten 3 Jahren erleben mussten, das hat uns doch wieder zurück auf die Tatsachen geführt. Erst die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und der Kanzler bezeichnete das als Zeitenwende und wir spürten alle, ja, der hat irgendwie recht, da ist irgendwas jetzt passiert, was wirklich eine Katastrophe ist für uns, dann die Energiekrise, galoppierende Inflation, 10% Inflation, wer hätte das gedacht? Und über allem immer noch die Klimaerwärmung und das Problem, wie wir damit umgehen können. Und plötzlich haben wir den Eindruck, nach 70 Jahren Wohlstand und Frieden, sind die Schrecken der Geschichte plötzlich wieder da, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und allem, was dazugehört. Dann hört man da in der Ukraine, da Vergewaltigung, die Cholera bricht wieder aus und ich weiß nicht was alles. Und man denkt, Mensch, kommt das denn auf einmal wieder alles her? Und wisst ihr, Jesus hat das genau so vorhergesagt. Er spricht in seiner Endzeitrede davon, dass es Katastrophen und Kriege und Hungersnöte geben wird. Und dann muss man diesen Text genau lesen. Er spricht davon, dass das Geburtswehen sind. Wehen, das ist ganz interessant. Ich war bei der Geburt unserer Kinder dabei. Gott sei Dank brauchte ich selber keine Wehen erleben, das ist ja nicht möglich. Aber man als Mann leidet man ja mit, wenn seine Frau da in Schmerzen liegt. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, eben leibhaftig oder nur sozusagen indirekt, der weiß, dass es erstmal eine ganz, ganz anstrengende und schwierige Sache ist. Aber auf der anderen Seite, die Wehen kommen ja immer so in Intervallen. Sie sind da, sehr schmerzhaft,
Und dann ebben sie auch mal wieder ab. Und zwischendurch guckt man seiner Frau ins Gesicht und dann huscht da doch mal wieder ein Lächeln über und man merkt, oh, es entspannt sich mal wieder. Und dann kommt wieder die nächste Wehe. Und das ist nicht zufällig gewählt, dieses Bild hier von unserem Herrn, sondern er sagt, die Geschichte der Menschheit verläuft im Grunde genommen in so Wehenbewegungen, in so immer wieder neuen Wellen, die da sind. Und dann gibt es zwischendurch immer wieder auch eine Zeit, wo es gut geht und wo Frieden herrscht und wo man den Eindruck hat, alles wird gut, aber dann kommt wieder die nächste Wehe. Genauso verläuft die Weltgeschichte. Zwischendurch gibt es Ruhephasen und manche Optimisten meinen ja dann, der Fortschritt wird alles gut machen. Und die Menschen sind eigentlich immer wieder darauf reingefallen, auf diesen Gedanken. Man weiß also, im 19. Jahrhundert, 1870er, gab es ja den Krieg mit Frankreich, danach eine lange Zeit, die Gründerzeit, sagt man dazu, wo es ganz viel Wohlstand gab und technischen Fortschritt. Und man hat den Eindruck, alles wird gut. Und dann kam der Erste Weltkrieg mit der Katastrophe. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, die letzten Jahre, Jahrzehnte, die wir erlebt haben, da hatte man auch den Eindruck, alles wird gut. Aber dann ging es wieder von vorne los. Dann kam die nächste Wehe. Und was wir gerade erleben, ist so unfassbar, dass dieser Krieg wieder zurück ist auf unserem Kontinent und dass alles wieder von vorne losgeht. Aber Gott ist diese Welt nicht aus den Händen geglitten. So wie am Ende der Wehen die Freude über die Geburt steht, deswegen ist das ja auszuhalten mit den Wehen, weil man weiß, am Ende ist ja das Kind da und dann freut man sich. So ist es auch mit dieser Welt. Am Ende wird Christus kommen. Und Gott kommt mit dieser Welt zu seinem Ziel. Das ist die Aussage dieses Textes. Die zweite Frage, wo stehen wir in der Weltgeschichte? Das ist ja eine spannende Frage. Wo stehen wir in der Weltgeschichte? Und seitdem die Christen leben, seit 2000 Jahren, stellen sie immer wieder diese Frage, wo stehen wir denn jetzt eigentlich in der Weltgeschichte? Ich erinnere mich noch daran, dass mein Vater früher eine christliche Zeitschrift abonniert hatte, die lag bei uns in meinem Wohnzimmer rum und da habe ich oft drin geblättert als Junge. Und in dieser Zeitschrift, die beschäftigte sich vor allen Dingen so mit Endzeitthemen, da stand ganz genau drin, wo wir jetzt gerade stehen und was noch alles kommen wird. Und zwar bis ins Detail, also wirklich. Also die Spezialisten hatten da so Vorstellungen davon, wie das alles so sein wird und wo die Schlacht von Harmagedon ist und wie die Russen, das war ja Ost-West-Konflikt, dann angreifen werden. Da waren so Zeichnungen drauf, Karten, wo die Truppenbewegungen eingezeichnet waren. Da wusste man also ganz genau, wie das alles so ablaufen wird. Und ich habe das als Junge natürlich mir angeguckt und war fasziniert. Wow, da weiß einer Bescheid, wie die Welt wieder weiterlaufen wird. Das Problem war nur, dass es alles ganz anders kam. In diesem Fall Gott sei Dank ganz anders kam. Man muss sagen, all diese Vorhersagen konntest du eigentlich in die Tonne kloppen. Also da im Grunde genommen, das ist jetzt etwas drastisch ausgedrückt, aber faktisch ist es so. Faktisch waren das falsche, irreführende Prophetien. Nun, das ist das eine, das ist vielleicht etwas frustrierend, aber es gibt auch die anderen Berichte und denen sollten wir uns mehr widmen. Und zwar, dass Menschen immer wieder in den schwierigen Zeiten der Weltgeschichte diese Texte gelesen haben und Hoffnung und Freude bekommen haben, auch in den dunkelsten Stunden der Weltgeschichte. Es gibt Berichte darüber, wie Leute in den Luftschutzkellern des Zweiten Weltkriegs sich befanden und um sie herum ging tatsächlich die Welt unter. Und sie lasen diese Texte und sie bekamen Hoffnung und Trost, weil sie wussten, unser Herr kommt. Diese Welt wird nicht untergehen, unser Herr kommt. Und es gibt Berichte davon, wie Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt wurden und sie den Eindruck hatten, die Machthaber dieser Welt, die sind so groß und so stark, keiner kann ihnen widerstehen. Und dann lasen sie diese Texte und sie bekamen wieder neue Hoffnung und wussten, nein, unser Herr regiert, nicht die Mächtigen dieser Welt. Und sie wurden getröstet. Das Böse wird nicht siegen. Gott hält diese Welt in seiner Hand, er kommt wieder, haltet aus. Und so sagt es Jesus hier genau, Vers 29,
Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Ende ist nah. Der Menschensohn steht vor der Tür. Vor der Tür, der ist schon da. Der ist nicht mehr fern, der ist schon da. Um es noch einmal mit dem Bild der Wehen auszudrücken, keiner von uns weiß, ob das jetzt die letzte Wehe sein wird, in der wir uns als Weltgeschichte, als Menschheit befinden. Keiner von uns weiß, wie viele Runden wir noch zu drehen haben, die Runden des Leids. Aber eins sollen wir wissen, der Menschensohn Jesus Christus steht vor der Tür. Und deswegen sagt Jesus an anderer Stelle, Lukas 21, aber ihr sollt euch aufrichten. Wer sich aufrichtet, bekommt neue Hoffnung, oder? Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, nicht gebückt, sondern aufrichten, wenn das alles beginnt. Eure Erlösung kommt bald. Dritte Frage, was sollen wir jetzt wissen? Ich sagte es eben, dass die Terminierung der Endzeitereignisse eine schwierige Sache ist. Und interessanterweise weist Jesus ja selber darauf hin. Er schreibt das ja hier. Er sagt, er warnt davor, Berechnungen anzustellen. Er sagt, an welchem Tag oder zu welcher Stunde das sein wird, das weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Leider haben Christen diesen klaren Satz sich oft nicht zu Herzen genommen und angefangen doch zu rechnen und zu spekulieren und vorherzusagen. Und da ist im Laufe der Geschichte, man könnte Bücher darüber schreiben, was da alles schiefgelaufen ist. Der Kirche hat es nicht gut getan, den Christen hat es nicht gut getan und es hat viel Verwirrung, Frust und Enttäuschung zurückgelassen. Es ist für unseren Glauben nicht wichtig zu wissen, wann das alles geschehen wird. Was ist für unseren Glauben wichtig zu wissen? Jesus sagt es selber. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das ist das, was wir auch aus diesem Sonntag mitnehmen sollten. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Menschheit, die Natur selbst, der Kosmos kann und wird ins Wanken geraten. Und das können wir in diesen Tagen ja wieder erleben, wie das anfängt, sich zu bewegen. Im Großen die Politik, die Kriege, die Klimaerwärmung oder auch im Kleinen, wenn deine eigene kleine Welt ins Wanken gerät. Das ist ja manchmal uns noch viel näher als das Große. Es kommt je nach drauf an, welche Perspektive man einnimmt. Trennung, Krankheiten, die finanzielle Schwierigkeiten, Pleiten. Da gehen ja Welten unter, so sagt man auch. Deine Existenz ist zerstört, so sagt man manchmal, wenn jemand in Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten kommt. Und das erleben wir und das werden wir erleben in dieser Welt. Darauf können wir uns also nicht verlassen, sondern worauf können wir uns verlassen? Auf das, was Christus uns zusagt. Das steht fest. Was hat er denn gesagt? Was sind denn diese Worte, die nicht vergehen werden? Er hat zum Beispiel gesagt, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt, Matthäus 28. Er wird uns niemals allein lassen, niemals. Er ist bei uns. Er hat gesagt, Markus 13, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Und das bedeutet, es gibt eine Heimat für einen Menschen, der mit Jesus unterwegs ist. Da gibt es eine sichere Heimat, einen Hafen sozusagen, ein Vaterhaus, zu dem wir kommen dürfen. Und er hat gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, ich gehe dorthin, um für euch einen Platz vorzubereiten. Und das heißt, wir haben diese Heimat bei Gott und niemand kann uns diese Heimat nehmen. Darauf können wir uns wirklich verlassen. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte, die Jesus Christus uns zuspricht, die stehen fest. Die vierte und letzte Frage, auf wen oder was warten wir? Worauf warten wir eigentlich? Das ist ja eine interessante Frage. In den letzten Jahren hat man festgestellt, dass Menschen nicht so sehr glauben an Theorien oder abstrakte Wahrheiten oder Richtigkeiten, sondern dass das Leben von Menschen sehr stark, ihr Denken, ihr Fühlen vor allen Dingen auch,
beeinflusst wird von Geschichten, von Erzählungen, in die man sich mit denen man sich identifiziert und mit denen man zusammenlebt und die das Denken prägen. Der Fachausdruck dafür heißt Narrativ und sicherlich habt ihr dieses Wort Narrativ schon einmal gehört. Das ist häufig in der Diskussion heute da. Also dass man sagt, was für ein Narrativ ist das eigentlich? Was für eine Geschichte erzählst du da eigentlich? Stimmt eine Geschichte eigentlich? Und diese Geschichten haben einen großen Einfluss darauf, wie wir denken und fühlen und letztlich auch handeln. In jeder Gesellschaft gibt es solche Erzählungen, solche Geschichten, die unser Leben prägen. Die sind häufig unbewusst da. Das ist nicht so, dass jemand die bewusst geschrieben hat, sondern das ist so ein Lebensgefühl, die sich in einer Geschichte ausdrückt. Ich bin ja in den 70er, 80er Jahren groß geworden. Einige von euch kennen diese Zeit noch. Und da gab es auch so eine Geschichte, so ein Narrativ. Und diese Geschichte lautete ungefähr so: Die Machtblöcke in Ost und West stehen sich unvereinbar gegenüber. Sie rüsten so lange auf, bis irgendjemand den Knopf zur Atombombe zündet. Die Erde wird in die Luft gesprengt und dann sind wir alle tot. Kennt ihr diese Geschichte noch? Das war die Geschichte, die Leute mit Angst auch hat besetzt. Also ich weiß, die Leute, die sind manchmal verzweifelt. Ich kenne dieses Gefühl noch, was da war. Irgendjemand drückt auf den Knopf und dann ist alles aus. Heute lautet das Narrativ etwa, die Industriestaaten haben 150 Jahre lang so viel CO2 in die Luft freigesetzt, dass das Klima sich gewandelt hat und das ist eigentlich unaufhaltbar. Das geht und geht, kaum wie man sich auch bemüht, es abzustellen. Das funktioniert nicht richtig, die Temperaturen werden steigen, der Meeresspiegel steigt, die Ernten werden ausfallen und dann sind wir am Ende alle tot. Jede Zeit hat ihre Geschichten, ihre Narrative. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, an diesen Narrativen ist ja tatsächlich auch einiges Wahres dran. Natürlich war das atomare Wettrüsten eine riesengroße Gefahr für diese Welt. Das war eine reale Gefahr. Und auch der Klimawandel ist eine reale Gefahr, keine Frage. Und doch ist das nicht die Geschichte, die Jesus erzählt. Jesus erzählt zwar auch von brutalen Kriegen und gewaltigen Naturkatastrophen, nur endet seine Geschichte eben halt anders. Am Ende steht nicht der Untergang, am Ende steht unser Herr. Er kommt und auf ihn warten wir. Und mit ihm kommt die neue Welt Gottes. Und das ist das Bild, was Johannes sieht in der Offenbarung. Er beschreibt das ja mit wunderbaren Worten. Er sagt, am Ende der Zeit wird Folgendes passieren. Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, damit ist Christus selber gemeint, ich mache alles neu. So endet die Geschichte, die Jesus erzählt. Die Frage heute Morgen lautet, welche Erzählung bestimmt dein Leben? Welcher Geschichte glaubst du eigentlich? Glaubst du an die momentanen Narrative oder glaubst du an die Geschichte, an die Heilsgeschichte von Jesus? Die Geschichte, die Jesus erzählt, hat eine gewaltige Kraft. Es ist eine Geschichte der Hoffnung, auch in den schwersten und schwierigsten Momenten des Lebens und dieser Welt. Und das ist ganz, ganz wichtig, sie macht uns nicht passiv und gleichgültig. Hoffnung macht nie passiv und gleichgültig, sondern Hoffnung hilft, das Richtige zu tun. Sie gibt uns Kraft, nicht den Mut zu verlieren, sondern uns einzusetzen für Gerechtigkeit, für Frieden und auch für den Schutz der Schöpfung, keine Frage. Warum? Weil es am Ende nicht an uns liegt, sondern an Gott. Was wir schon hier tun, das tun wir im Hinblick auf das, was Gott vollenden wird, was Gott tun wird. Aber die Geschichte von Jesus ist deswegen so wunderbar, weil sie uns befreit von Angst und Panik und vom hektischen Aktivismus und auch vom Moralismus. Denn wenn man den anderen Geschichten glaubt, dann ist man ganz schnell dabei, entweder panisch zu werden
den Kopf in den Sand zu stecken oder andere Leute anzuklagen. Aber wenn wir wissen, dass Gott diese Welt in seine Hand hält und zum guten Ziel führt, dann macht uns das frei von diesen schlechten Auswüchsen und wir wären fähig, das Richtige und das Gute zu tun. Auf wen warten wir? Warten wir auf den Untergang? Nein, wir warten auf Jesus. Er kommt und mit ihm Gottes neue Welt. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir haben uns heute in diesem Gottesdienst bewusst gemacht, wie groß die Schwierigkeiten sind, die Probleme, auch die Katastrophen dieser Welt. Und wenn wir uns die anschauen, dann könnten wir den Mut verlieren. Aber du sagst uns heute, dass du diese Welt, die Menschheit, die Geschichte in deiner Hand hältst und dass du sie zum guten Ziel führen wirst. Wir bitten dich heute darum, dass du unseren Glauben, unser Vertrauen in deine Zusage uns schenkst und dass sie stark werden kann. Und wir wollen Menschen sein, die mit Hoffnung leben. Wir wollen uns immer wieder diese hoffnungsvollen Worte zusprechen lassen und wir wollen diese Hoffnung, die du uns gibst, auch weitergeben an die Menschen um uns herum, die manchmal in Angst und Schrecken sind. Und wir wollen sie uns selber auch immer wieder zusagen, du hast diese Welt in deiner Hand. Und wir wollen dir an diesem Morgen auch noch einmal unser Vertrauen aussprechen und dir sagen, dass wir dir glauben. Wir wissen, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber wir wissen, dass das, was du uns zugesagt hast, dass das bleiben wird. Amen.